Guten Morgen, kurz nach 7 und ich habe super gut geschlafen hier im Wald. Man hört so ab und zu die Flieger hier oben drüber, aber das hat mich nicht gestört. Es hat gestern Abend noch mal gut 2 Stunden geregnet. Die Luft ist kühler, ich denke, es kam irgendwie eine Kaltfront rein. Aber danach war es dann wieder ruhig. Der Regen, der prasselt ja immer ganz ordentlich auf dem Zelt. Ja, und ich habe gut geschlafen. Jetzt bin ich schon am Packen. Und ich werde dann gleich losziehen. Und ich hoffe, nach ein paar Kilometern dann den nächsten Ort zu erreichen, wo ich mir eine Bäckerei suche und was frühstücken kann. Ein guter Kilometer geht es jetzt schon bergauf und zwar ordentlich. Eine erste Gangsteigung. Ja, bin ich froh, dass ich gestern Abend da schlapp gemacht habe, denn das hätte ich nicht mehr fahren wollen. Jetzt ist mir warm, aber diese Morgenstimmung ist toll. Es ist zwar kühler, aber kalt würde ich es nicht bezeichnen. Ich weiß nicht genau, wie viel Grad wir haben, denn ich habe vor einigen Wochen, 2-3 Monaten, keine Ahnung, meinen Tacho verloren, an dem ein Thermometer war. Ich habe jetzt einfach nur so einen alten Standard-Tacho dran, aber eben keine Temperaturanzeige mehr. Wenn ich den Verlust überwunden habe, werde ich mir einen neuen kaufen. Nee, reicht ja auch die gefühlte Temperatur, wenn die in Ordnung ist. Aber es hat den Anschein, als dass ich bald oben bin. Das hier dürfte dann so ziemlich genau der nördlichste Zipfel von Rheinland-Pfalz sein, den ich jetzt erreicht habe. Ab jetzt geht's südwärts an der Ostgrenze sozusagen lang, bis ich wahrscheinlich übermorgen oder danach den Rhein wieder erreiche, der ab dann die Grenze bildet. Ja, jetzt geht's erstmal weiter durch den Westerwald, aber wie gesagt, in eine andere Richtung. Ich hoffe, dass der Wind vielleicht heute wieder von hinten kommt, aber wahrscheinlich eher von der Seite. Gerade stand auf dem GPS Wildenburg Bahnhof. Da dachte ich, in so einer einsamen Gegend hier oben im Bahnhof. Und dann sah ich, dass es auch nur noch ein Bahnhofsgebäude ist. Aber die Bahntrasse, die ist jetzt ein Radweg. Das ist natürlich klasse. Das heißt, bis Freudenberg habe ich hoffentlich keine größeren Steigungen oder Gefälle mehr. Ja, Gefälle wäre zwar okay, aber hoffentlich keine Steigung. Denn ich würde gern bald frühstücken. Es gab jetzt sogar extra ein Hinweisschild, dass ich mich jetzt für ein paar Kilometer durch Nordrhein-Westfalen bewege. Und dass die Beschilderung hier etwas anders ist. Nämlich im Rot auf Weiß statt Grün auf Weiß. Aber das hatte ich da unterwegs schon. Also
Bad Honnef und darauf in den, den Anstieg in den Westerwald. Das war ja auch alles schon Nordrhein-Westfalen. Ich meine, die Radroute bewegt sich halt an der Grenze lang. Mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Im Tunnel war es noch wärmer als hier draußen. Meistens ist es ja doch im Sommer eher umgekehrt. Freudenberg. Es ist inzwischen 10 Uhr. Ich habe eingekauft und gefrühstückt. Freudenberg ist eine schöne Stadt mit Fachwerkhäusern, schöne Altstadt. Und da reingezwängt so ein Supermarkt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oben drauf die Parkflächen und unten drunter dann dieser Supermarkt. Man hat das Gefühl, das ist eine Trutzburg und das Fahrrad musste man dann in irgendwelchen dunklen Ecken zwischen den Pfeilern abstellen. Hab alle Schlösser dran gemacht, die ich mir vorstellen konnte, aber nichts passiert. Alles gut gegangen. Der Kaffee war lecker, die Brötchen auch. Und jetzt geht's auf die Tagesetappe. Weiter auf dem perfekt ausgebauten Radweg. Ich vermute immer noch so eine Art Bahntrasse. Also, ich lasse dann erstmal ein paar Kilometer rollen und freue mich, dass es nicht wieder direkt so weitergeht wie gestern. Ich genieße jeden Kilometer auf diesem wunderbaren Bahntrassenradweg. Es läuft einfach mal gut. Das ist sehr schön. Und dann noch hier so ein schönes Pausenplätzchen. Und genau zur richtigen Zeit kommt die Sonne sogar durch die Wolken durch. Jetzt kann ich mich ein bisschen aufwärmen. Kurze Pause, was trinken. Und dann geht's weiter. Erstmal Richtung Betzdorf. Gleich bin ich wieder in Kirchen an der Sieg. Ja, und damit habe ich die Sieg wieder. Ich bin also eine Schleife nördlich gefahren, um eben dem Grenzverlauf von Rheinland-Pfalz zu Nordrhein-Westfalen entlang zu fahren. Von Wissen hätte ich das gestern theoretisch in 20 Kilometern, vielleicht sogar weniger, abkürzen können. Aber ich will die Route ja komplett fahren. Kirchen, der Sieg lang, das ist ein sehr enges Tal und die Straße, man hört sie nebenan, war der ständige Begleiter. Ein- und Ausfahrten von Einkaufszentren, da war ein bisschen Aufpassen angesagt. Aber jetzt wenige Kilometer später bin ich schon in Betzdorf. Ja, und wieder die Frage, geht nach der Stadt dieser schöne Bahntrassenradweg weiter? Ich glaube eher nicht, irgendwann muss ja mal Schluss sein. Aber immerhin, wir haben 11 Uhr. Und ich habe schon fast 27 Kilometer. Das ist doch mal ein ganz anderer Schnitt als gestern und vorgestern. Radverkehrsführung in Betzdorf. Ein perfektes Beispiel für How not to do. Alle paar Meter musst du eine
Fußgängerampel überqueren oder musst Kreuzungen mit Drückerampeln und Zebrastreifen, die beim Rechtsabbieger natürlich ignoriert werden. Und keine 20 Meter, dann biegst du wieder auf irgendeinen Schotterweg ab, musst auf einen Gehweg. Weiß nicht, ob der Gehweg jetzt für dich freigegeben ist oder nicht. Also das da hinter mir ist bis jetzt der Höhepunkt. Das hier ist übrigens wirklich der offizielle Radweg, der hier durchführt. Also ja, wie könnte man nur mehr Radfahrer, mehr Leute dazu bewegen, Rad zu fahren? Ich weiß nicht, irgendwie schwierig. Bei solcher Verkehrsführung auf jeden Fall. Es folgten dann noch ein paar wilde Haken über Lost Place Industriegebiete mit Überquerungen vielbefahrener Straßen, völlig ungeregelt mit hohen Bordsteinen. Dann noch ein paar ganz steile Rampen durch ein Wohngebiet. Und jetzt ist dieser Schotterweg hier ein richtiger Genuss. Also, Betzdorf ist eine Katastrophe. Leute, Leute, Leute. Ich verstehe ja, dass das ein enges Tal ist. Aber da lassen sich trotzdem andere Lösungen finden. Der erste Regenschauer während der Fahrt, den warte ich hier unter den Bäumen ab. Also die weitere Strecke bleibt holprig. Gerade eine kleine Ortsdurchfahrt, da wurde der Ortskern neu asphaltiert und komplett gesperrt. Ich habe da mal wieder 5 Minuten gebraucht, bis ich da drum herum war. Ja, es bleibt spannend. Ich bin immer noch in diesem engen Tal, viel Industrie. Viel Verkehr und eine anspruchsvolle Radverkehrsführung. Hast du Asphalt, befindest du dich innerhalb eines Ortes. Dort gehen die Straßen nur ruff oder runter, kaum geradeaus. Und zwar steile Rampen. Die gehen einfach rechtwinklig den Berg hoch. Hast du keinen Asphalt, weißt du, du bist außerhalb des Ortes. Da hast du teilweise Schotter. Sehr grober Schotter, also wo diese Steine tief in der Erde drin sind, deren Spitzen rausragen. Man versucht es mit etwas feinerem Schotter zu kaschieren. Diese Pisten gehen dann aber auch mehr oder weniger rauf oder runter. Aber leicht wellig, das geht. Das waren so die letzten 10 Kilometer, für die ich auch jetzt locker etwas mehr als eine Stunde gebraucht habe. Nach 12, ich denke, gegen 1 werde ich irgendwo eine Mittagspause einlegen. Das nächste große Ziel ist Bad Marienberg. Das dürften jetzt vielleicht noch so irgendwas um die 20, vielleicht ein bisschen weniger Kilometer sein. Und ich gehe mal davon aus, die Strecke bleibt so. Was heute Morgen war dann einfach gut, um mal ein bisschen Kilometer vorne weg zu machen und warm zu werden, weil jetzt zieht es sich wieder. Aber ich muss sagen, jetzt bin ich wieder drin im Fahrradfahren. Die letzten 1,5 Tage habe ich mir ab und zu die Frage gestellt, was machst du hier eigentlich? Aber jetzt genieße ich es wieder. Ah ja, und da geht's wieder rauf. Wie gehabt. Da lag ich mit meiner Schätzung ja eben gerade richtig. 18 Kilometer Bad Marienberg. So wie es aussieht, befinde ich mich jetzt in einem anderen Tal. Nicht ganz so viel Verkehr, mehr grüne Wiesen und die Sträßchen sind asphaltiert. Natürlich geht es immer noch rauf oder runter, aber da lässt sich das doch
besser ertragen. Und auf so einer Straße finde ich auch sicher eine Bank oder irgendein anderes Plätzchen. Ich habe ja meinen Stuhl dabei, um eine Pause einzulegen. Bald. Aber ein bisschen fahre ich noch. Die Bank da, die lasse ich noch liegen. Kilometer, über 600 Höhenmeter, Viertel nach eins, Pause, dringend nötig, die nehme ich mir jetzt. Die Pause wurde kürzer als gedacht, denn wie heißt es so schön, Westerwald, über deine Höhen pfeift der Wind so kalt, also wird dann schon schnell frisch, ja, und dann dachte ich, fahre ich einfach weiter. Beim Radeln werden die Beine ja wieder warm und der Rest auch. Und dann kann ich gucken, wie weit es heute noch geht. Streckenmäßig ist es auf jeden Fall wieder ein bisschen holpriger zuerst. Sehr wechselhaftes Wetter heute Mittag. Dunkle Wolken, aber auch Sonnenschein wechseln sich ab und dementsprechend gehen die Temperaturen dann auch zwischendurch runter oder rauf. Also im Moment ist es schon wieder richtig schön warm in der Sonne. Ja, und deswegen Jacke aus, weil ich schon wieder schwitze und nachher friere ich wahrscheinlich wieder. Aber es läuft im Moment ganz gut. Rauf und runter, wie gehabt, aber doch mehrheitlich Asphalt im Moment. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, weitersehen. Renneroth, 21 Kilometer. Sollte locker zu schaffen sein. Ich glaube, da wäre der erste Campingplatz, den ich heute ansteuern könnte. Also alles ganz locker. Aber da hinten sehe ich schon den nächsten Hügel, wo ich wahrscheinlich wieder rauf muss. Da, wo die Windräder stehen, da muss ich wahrscheinlich drüber. Leider sollte ich recht behalten mit dem Anstieg. Das zog sich jetzt wirklich lange da hoch. Eine zweite Gangsteigung, aber ich hatte allerdings Hilfe. Rückenwind. Der hat ordentlich geschoben. Ich bin an den Windrädern vorbei und die pfiffen alle genau in die Richtung mit ihren Nasen, aus der ich kam. Jetzt bin ich erstmal oben, hoffe, dass ich ein bisschen geradeaus oder runterfahren kann zum Runterkühlen. Die nächste Steigung kommt bestimmt. Aber eine schöne Aussicht habe ich von hier. Ich glaube, ich kann sogar bis in meine Eifel hinten rüber schauen, aber da komme ich auf der Tour ja auch noch hin. Das Auf und Ab nimmt kein Ende. Ich bin hier bei der Fuchskaute, 657 Meter. Ja, aber es ist nicht mehr weit. Gerade noch mal auf die Karte auf meinem Handy geschaut. Vor Renneroth kommt eine Campingmöglichkeit. Hinter Renneroth kommt eine Campingmöglichkeit. Wieder ein paar Kilometer weiter. Auch, also hier gibt es dann doch Plätze genug. Und ich kann jeweils von einem zum nächsten schauen, ob ich Lust habe weiterzufahren. Aber erstmal darauf.
Wenn man in die Richtung schaut, kommen übrigens mächtig dunkle Wolken. Vielleicht hilft mir das ja bei der Entscheidung, einen Campingplatz anzugehen. Einen unglaublich tollen Weitblick hat man hier natürlich. Aber war anstrengend hier rauf. Aber ich bin jetzt oben. Das heißt, mit ein bisschen Glück geht's erstmal runter. Ich hoffe, man kann es erkennen. Vorne auf dem Schild stand ca. 100 Meter lang, starkes Gefälle und grobe Wegstrecke. Das hier ist also wirklich, da sind ordentliche Klumpen da im Boden und Wurzeln. Ich bin froh, dass ich das nicht rauf, sondern runterfahren darf. Das ist schon heftig hier, aber 100 Meter überstehe ich. Nochmal so 2-3 Kilometer Bahntrasse. Das tut gut. Also an dem ersten Platz bin ich jetzt vorbeigefahren. Ich versuch's mal noch ein Stück weiter. Wow, die letzten Kilometer, die gingen ab wie Schmitzkatze. Anrennerot vorbei. 25 Stundenkilometer durchgeflogen. Die Ortsdurchfahrten ließen sich auch mit wenigen Schlägen durch die Seitenstraßen gut machen. Und das weiteste Ziel, was ich für heute eigentlich mir gedacht hatte, ist jetzt nur noch wenige Kilometer entfernt. Wir haben noch nicht mal 17 Uhr. Perfekt. Boah, das war jetzt nochmal schön zum Abschluss. Einfach fliegen lassen. Und die dunklen Wolken verziehen sich auch wieder. Dahinter kommt wieder ein bisschen blauer Himmel. Ich habe Hoffnung. Ich bin angekommen. Der Campingplatz ist nicht der neueste, aber ich komme zurecht. Ich suche mir jetzt erstmal ein Plätzchen und habe mir 2 Bier mitgenommen. Also bin komplett versorgt. Es ist kurz nach 5, denke ich. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut. Und ja, alles Weitere später. Der Campingplatz macht den Eindruck, als sei er ein wenig in die Jahre gekommen. Aber die Leute sind nett hier. Und solange ich Warmwasser bei den Duschen habe und mein Geschirr und meine Wäsche waschen kann, bin ich schon zufrieden. Alles gut. Es ist merklich kälter geworden, aber ich habe warme Klamotten dabei, gar kein Problem. Dieser Campingplatz hier, der ist wirklich ein bisschen in die Jahre gekommen. Also ich habe mir das Sanitärgebäude eben mal angeschaut. Geht halt so, ne? Geht gerade so. Alles gut. Ich kann mich heute duschen, ich kann waschen, ich kann alles machen und damit sollte das alles gehen. Vor allen Dingen werde ich jetzt erstmal was essen. Mal wieder meine Nudeln fertig gerichtet gemacht. Bewährt, geht schnell. Und schmeckt. So, jetzt habe ich gegessen. Alles zusammen verstaut, wieder gespült. Es ist 7 Uhr und ich werde jetzt duschen gehen und mir was richtig Warmes anziehen, denn die Nacht wird kalt. Ja, so mache ich das. Ja, der Tag heute, also der Westerwald, der verlangt mir einiges ab. Ich habe heute 1200 Höhenmeter gehabt auf fast 90 Kilometer. Das war schon, ja, das war ordentlich.
aber auch schön. Ja. Und vor allen Dingen heute bin ich wieder richtig im Tourmodus drin. Also die letzten anderthalb Tage oder die ersten anderthalb Tage hatte ich manchmal das Gefühl, was machst du eigentlich hier? Aber jetzt bin ich doch wieder richtig drin und es läuft. Nachdem die letzte Übernachtung da im Wald ganz gut funktioniert hat und ich heute Morgen dann doch wieder gut rauskam und vor allen Dingen, ich wusste ziemlich genau, heute werde ich einen Campingplatz finden, auch wenn der, naja, etwas renovierungsbedürftig ist, aber alles gut. Ja, mal sehen, was die nächsten Tage bringen. Es geht weiter südwärts. Ich denke, ich werde morgen noch nicht zum Rhein gelangen. Ich habe eben auf die Karte geschaut. Da fehlen dann noch ein paar Kilometer, aber das wird dann übermorgen relativ schnell gehen. Am Vormittag werde ich da wahrscheinlich schon am Rhein sein. Und dann heißt es Rheinradweg. Aber erst nochmal den Westerwald beenden. Da kommt wahrscheinlich noch einiges an Höhenmetern zusammen. Ich dürfte jetzt schon bei fast 3000 Höhenmeter insgesamt sein. Ich glaube, das ist für 2,5 Tage schon ganz ordentlich. Also, wie gesagt, ich gehe jetzt duschen und morgen gibt es einen neuen Tag. Also, macht's gut, bis morgen.